Es vergeht kaum ein Tag, an dem Kathy Hummels mal nicht Kritik für einen Instagram-Post erntet, sei es aufgrund ihrer Outfits oder auch ihrer Figur. Häufig ist aber auch ihr gemeinsamer Sohn mit Mats Hummels, Ludwig, ein Thema. Die Moderatorin macht keinen Hehl daraus, dass der Vierjährige die Liebe ihres Lebens ist und lässt sich häufig auch gemeinsam mit ihm ablichten. Eben das führt schließlich dazu, dass Hummels bei Social Media die Vermarktung ihres Kindes vorgeworfen wird. Gegenüber Bunte wies sie die Anschuldigung nun zurück und lieferte eine Erklärung dafür, dass sie häufig zusammen mit Ludwig posiert. Kathy Hummels spricht Klartext zu Vorwürfen. Das Zurschaustellen von Kindern in sozialen Netzwerken ist immer wieder ein heikles Thema, unter anderem der Comedian Oliver Pocher wettert häufig dagegen. Kathy Hummels allerdings hat keine Scheu davor, ihren Sohn der Öffentlichkeit zu zeigen. Mittlerweile verpixelt sie auch nicht mehr Ludwigs Gesicht. Entsprechende Fotos erzürnen jedoch stets ihre Community. Viele Personen meinen, der Junge solle aus dem Rampenlicht herausgehalten werden. Hummels verteidigt sich nun mit den Worten, ich würde ihn jetzt nie krass vermarkten oder so, aber er ist großer Teil meines Lebens und er will dann auch immer mit aufs Bild. Somit gibt sie also zu verstehen, dass es Ludwigs eigene Entscheidung ist, mit abgelichtet zu werden. Doch ist es auch vertretbar, die Bilder später auf Instagram zu posten, wo Hummels derzeit über 689.000 Accounts folgen? Die möglichen Konsequenzen dürfte der Kleine in seinem Alter noch gar nicht überblicken können. Die Influencerin ergänzt jedoch, dann ist es für mich schwieriger zu sagen, nein, du darfst nicht, weil er es ja schon frei entscheidet. Denn er sieht es ja bei Mama. Zu einem Foto drängen würde Hummels ihren Sohn nach eigenen Angaben jedenfalls nie. Hummels gibt Einblicke in Kindererziehung. Zum Thema Kindererziehung hat Kathy Hummels klare Vorstellungen, über die sie häufig auch offen spricht. So gab sie neulich in ihrer Instagram-Story an, mit Ludwig auch schon sehr ernste Themen zu diskutieren, wie beispielsweise ihre eigenen Depressionen. Gegenüber Bunte teilt sie weitere Einblicke. Ich achte bei Ludwig enorm auf mentale Gesundheit. Aber gar nicht mal so, dass ich jetzt hypersensibel bin und immer die Antennen ausfahre und eine Helikoptermama bin, sondern ich achte darauf, dass ich mit ihm spreche, dass ich ihm zuhöre, dass wir kommunizieren, ich ihn verstehe.